Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, was besprechen wir heute? Und zwar geht es um, ich habe ein Baby, ich habe Kleinkinder. Auf was muss ich achten? Beziehungsweise, welche Reiseapotheke sollte ich mitnehmen? Welche Medizin gibt es in Ägypten nicht, was ich aus Deutschland mitnehmen sollte? Ja, solche Kleinigkeiten. Es geht heute um Babys und ja. Mein Jonas ist ja jetzt mittlerweile 4 und ich habe das schon hinter mir. Und ja, also ich kann euch sagen, was wirklich wichtig wäre, ist auf jeden Fall mal Fiebersaft. Na, komm halt, ich kaufe mir den auch bis jetzt noch, lasse ich mir den von Deutschland liefern, weil die Medizin hier in Ägypten, die Kindermedizin, die ist wirklich, also meine Kinder wollen die nicht nehmen, die haben ekeln sich, weil die nicht so gut schmeckt wie die deutsche Medizin. Ne? Wenn mal die deutschen Kinder schon sagen, oh, ich will den Saft nicht, dann sollen sie mal die ägyptische Medizin probieren. Also die ist wirklich richtig sauer und ein bisschen, es gibt welche, die sind süßlich, aber ich habe jetzt noch nicht so die Alternative gefunden. Deswegen Fiebersaft nehme ich immer aus Deutschland. Wie heißt denn der denn? So orangene Packung. Von der Apotheke kaufe ich den immer und fertig. 5 Milliliter in so einer Spritze zum Aufziehen machen die Kinder sich selbst in die Gosch und fertig. Ne? Also das ist schon mal als kleines Anmerken. Es gibt ja auch für Babys von 0 bis 6 Monate oder was Fiebersaft, wobei man kann ja da auch mit Zäpfchen arbeiten. Ne? Man, ist immer gut, wenn man eine Sache von Ibuprofen, genau Ibuprofensaft ist das. Und dann noch Paracetamol-Zäpfchen, falls das mal nicht wirkt, dass man das als Alternative hat, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Und natürlich wäre immer nicht schlecht, eine Krankenversicherung abzuschließen, wenn man halt einen Urlaub macht. Auch gerade, wenn irgendwas passiert, ne? So, weil in Ägypten werden die Ärzte schon mal, muss man gleich viel mehr bezahlen. Aber das ist ja nicht nur in Ägypten so, das ist in jedem Land so. Wenn man krankenversichert ist, da freuen sich dann die Krankenhäuser und die fragen die erste Frage, welche Nationalität? Und dann bist du versichert. Na, so. Okay, dann haben wir natürlich jetzt erstmal Zäpfchen, Fiebersaft, das Fieber ist fertig. Was ist, wenn sie Schnupfen hat? Ich habe jetzt hier noch keine Nasensauger gesehen, was ich mir wirklich ganz toll finde. Und es geht ja ratzfatz. Diese kleinen Ding-Ballons, wo man kurz drauf drückt, ne, geht man so, wie war das nochmal? Ah ja, man drückt rein, geht drauf und dann lässt man los, dann saugt es den Rotz raus. Eklig, aber so war das. Genau, und ein Nasenloch zuhalten beim Baby. Oder, das ist jetzt natürlich die ein bisschen härtere Methode, dann gibt es ja dieses Nasensauger, aber die kann ich nicht, wo man ansaugt. Also da, ich weiß, man kriegt sich in den Mund, aber ich finde das schon, mir kommt es schon. Naja, gut. Auch dem eigenen Kind sein Zeug da, das kann ich dann doch nicht. Ich liebe die Kinder, aber nein. Okay, jeder wie er mag. Also manche Mütter haben damit kein Problem. Vor allem, man kriegt es ja nicht in den Mund. Aber das Angesauge reicht mir schon. Definitiv, wenn das Kind Schnupfen hat und natürlich die Babytropfen nicht vergessen, ne? Einmal hier oder Otrivin heißen die Dinger, ne? So, dann was noch? Was kann man empfehlen? Ah ja, wenn die zum Beispiel mit Popo was wäre, ne? Zinksalbe. Ich habe immer Zinksalbe, wenn jetzt euer Kind da nicht drauf reagiert. Ihr wisst ja, was dann so Popo-Wundheilsalbe. Das sollte immer dabei sein, weil die Produkte hier in Ägypten sind doch ein bisschen abgeschwächter, habe ich gemerkt. Und nicht so konzentriert. Dann haben wir hier auch natürlich andere Pampers. Die Windeln von Pampers finde ich, also sind hier sehr stark einparfümiert. Wenn man jetzt da ein sensibles Baby hat, wo gleich sofort allergisch reagiert oder so, dann habe ich habe ich die überhaupt da? Nee, habe ich nicht mehr da. Molfix heißen die, die sind weniger parfümiert bis fast gar nicht. Und wer dem gar nicht vertraut, dann einfach Pampers mitbringen. Ne? Baby hat ja auch ein paar Kilo frei. So, dann natürlich das Milchpulver, wenn, ne, muss man ja auch, logisch kann man nicht irgendein anders nehmen vom Land, das muss man mit bedenken. Dann, natürlich hat jedes Hotelzimmer einen Wasserkocher. Da kann man sich dann überlegen, ob man dann vielleicht einen kleinen Topf mitnimmt oder so, so irgendeine Plastikschüssel so reinmogelt und dann, ich weiß ja nicht, wie man es sonst macht, mit kochendem Wasser halt immer so zwei, dreimal den Wasserkocher anmachen und immer so die Flaschen damit sterilisieren. Oder, also das wäre jetzt so meine Ding, aber ich habe das damals nie gemacht, weil ich hatte da andere Alternativen, ne? Ich hatte ja kein Hotel damals. Und
Was noch? Oder man nimmt gleich den Sterilisator mit. Nein, die Steckdose und zack, zack, zack. Also beim Kleinkind. Ich kann euch sagen, mein Jonas war, glaube ich, 12 Tage alt, da bin ich das erste Mal geflogen. Da haben mich alle angeguckt. Was mit einem neugeborenen Urlaub? Nee, ich bin nach Hause geflogen. Und Alhamdulillah, ich war wirklich baff. Da haben die Deutschen mir wirklich geholfen. Und ich war baff. Ich hatte das eigentlich von den Ägyptern erwartet, weil die so kinderlieb sind. Ne? Aber die haben sich nicht an das Baby getraut oder definitiv nicht so rangetraut. Und die Deutschen haben mir immer geholfen. Also beim Taschentragen, ne? Und im Flugzeug gefragt. Also es war wirklich ganz, ganz toll, muss man sagen. Ich war ganz gerührt. Ne? Und der kleine Furzel Jonas, ne? Ich habe den ja in meiner Tragetasche so, ne? Hängen gehabt und der noch ganz klein, 3 Kilo gerade mal, ne? Ja, das war's. Und was kann man noch? Ah ja, Wasser natürlich aus der Wasserleitung jetzt nicht gerade im Neugeborenen geben, machen wir in Deutschland ja auch nicht. Das Wasser abkochen oder gleich von der, ich würde es auch nicht mal abkochen, weil in Deutschland habe ich mir auch die Wasserflaschen gekauft, ne? Stilles Wasser, das kann man ja auch in Ägypten kaufen und das könnte man ja auch noch mal abkochen, um auf der sicheren Seite zu sein, wer da auch ein bisschen Angst hat. Ansonsten, ich glaube, das war es so im Groben. Da braucht man, gut, natürlich Sonnenschutz, braucht man nicht sagen, fürs Baby, ne, wenn sie in die Sonne geht. Und auch mal was Langärmliches, kommt auf die Jahreszeit an, weil die Sonne ist wirklich scharf und die Babyhaut sehr dünn. Die kann sich alles holen. Après-Sun-Lotion natürlich auch. Und als kleine Maßnahme auch schon mal Joghurt einkaufen. Quark gibt es nicht bei uns hier in Ägypten. Im Hotel braucht man das auch nicht abhängen, den Joghurt. Dann ne, mit Joghurt dann eincremen, aber das wisst ihr ja. Ach, was fällt mir noch ein? Was fällt mir noch ein? Ja, Sonnenhütchen, klar. Sonnenhütchen. Und ansonsten könnt ihr mit dem Baby fliegen, könnt ihr alles machen. Das sind die Sachen. Ihr wisst ja, was das Baby für Medizin braucht. Das alles mitnehmen. Und dann ich bin immer hin und her geflogen, wirklich nach Deutschland. Ich hatte da nie Probleme. Und mein Kleiner, der Alhamdulillah, hat es immer gut weggesteckt. Und im Flugzeug, ach, das wollte ich auch nochmal sagen, vielleicht wissen das auch schon welche, aber man kann es ja mal erwähnen. Die Kleinkinder, die haben natürlich auch Probleme hier mit den Ohren, ne? Wenn man nach oben fliegt und nach unten fliegt, genau, also der Druck in den Ohren, das können die einfach nicht wie wir, ne, so machen. Oder dann ist das frei, ne? Die Babys können das nicht. Da, als Alternative gibt es natürlich irgendwelche Ohrenstöpsel, habe ich gehört, oder was. Ich habe ihm immer Milch gegeben oder einen Schnuller, ne? Und wenn sie dann saugen, dann kann der Druck nicht entstehen. Und deswegen weinen auch viele Babys beim Start und beim Anflug, beim Abflug und bei der Ankunft, bei der Landung. Ach, ihr wisst schon, weil der Druck in den Ohren, das ist einfach, das kennen sie nicht und damit kommen sie nicht klar und das ist ungewohnt. Dann hört man natürlich schlechter und die können das nicht wieder zurückmachen alleine, ne? Weil die könnten das nicht machen. So, am besten ist dann immer, ne, schön in der Zeit, wenn man weiß, oh, jetzt geht's los, schnell die Milch oder einen Saft, einen Tee bereit haben für die Kinder. Was ich natürlich auch empfehle immer, wenn man gleich nochmal mit seinem Kinderarzt spricht, was könnte ich denn für mein Baby mitbringen? Zum Beispiel, wenn es Durchfall bekommt, was mache ich dann? Ne? Als Vorsichtsmaßnahme gleich mal diese Elektrolytebeutel mitbringen und dann dem Baby geben wegen Wasserverlust, weil es kann natürlich auch teuer werden, wenn der Hotelarzt kommt und so ein Elektrolytebeutel mal gar, vielleicht 20 Euro kostet. Ich weiß es nicht. Die Preise sind jetzt aus meinem Kopf, aber natürlich machen die immer ein bisschen teurer. Die wollen ja auch was verdienen. Ne? Das ist ja deren Verdienst. Übrigens vom Kindererziehungsvideo, ne? Gerade heute habe ich gesagt, Jonas, geh jetzt bitte raus, die Mama macht ein Video. Und dann hat er noch die Tür zugemacht und ich habe, ne, ich wollte gerade anfangen, dann macht er die Tür wieder auf. Mama, und was sagt man, wenn einer was Gutes für einen macht? Und ich, hä, was meinst du denn jetzt? Na, du musst Danke sagen, ich habe doch die Tür für dich zugemacht. Und ich so, danke, Jonas. Und der, bitteschön. Und dann hat er wieder zugemacht. Also seht ihr, es fruchtet. Jahrelange. Sag bitte, bitteschön, Dankeschön. Irgendwann ist es drin und dann kommt es von alleine. Ne? Und also das war jetzt wirklich Zucker, ne? Das habe ich dann, ey, das passt jetzt, das kann ich hier gleich erzählen bei euch im Video. Ja, also von dem her,
Es ist wirklich natürlich auch anstrengend mit einem Kind im Urlaub. Und viele wissen auch nicht, dass sie den Buggy auf dem Flugplatz, also auf dem Flughafen, nicht im Sperrgepäck abgeben müssen. Sie können den Buggy bis zum Flughafen bringen. Ne? Ich weiß noch nicht, wie das ist bei so großen Kinderwägen, aber ich glaube nicht, dass man mit so einem riesen Babykinderwagen kommt. Ne? Weiß ich ja nicht. Aber Buggys, die kriegt man praktisch bis zur Treppe vom Flugzeug. Und dann klappt man die ein, der Typ, der Flugplatzmitarbeiter, klappt den ein und bringt den rein. Und ihr läuft nach oben. Wenn ihr runterkommt, steht der Buggy noch nicht da. Ihr müsst dann euer Kind tragen. Und wenn ihr eure Koffer holt, wird ihr dann auch da drauf geschmissen als Sperrgepäck. Da könnt ihr es dann abholen. So ist es in Ägypten. Ja, okay. Und genauso in Deutschland auch. Das war's schon wieder von mir. Also mir fällt jetzt auch nichts mehr gerade ein, auf was man achten sollte. Die Reiseapotheke ist immer gut, wenn man die abklappert. Gerade für Kleinkinder, wenn irgendwas wäre. Fieber, Schnupfen, Erkältung, ne? Durchfall, solche Sachen. Immer schon vorsorgen, dabei haben, weil der Hotelarzt kann schon mal richtig teuer werden. Und als Mama, ich gehe ganz selten zum Arzt, weil ich schon weiß, was meine Kinder haben. Zack, zack, gehe nur noch zur Apotheke, weil bei uns in Ägypten gibt es alles rezeptfrei. Ne? Also, ne, viele denken ja auch, oh, ich bringe den Arzt, weil ich weiß nicht, was ich gebe und wie die Sachen hier heißen. Da bringt ihr eure Sachen einfach selber mit und das ist in Ordnung. Wie soll man sagen, im Handgepäck würde ich es jetzt nicht mitnehmen, sondern im Koffer. Weil das ist ganz normal eine Reiseapotheke. Ah, und viele wissen auch nicht, dass sie Babymilch oder die Flaschen müssen zu sein. Wasserflaschen für Babys, Thermoskannen, das ist alles erlaubt, wenn man mit Baby reist. Weil, Entschuldigung, was willst du denn machen oben? Ich werde mir ja kein Wasser von der Flugbegleitung, das ist ja nicht steril, das wissen die. Und das ist das Einzige, was erlaubt ist. Es müssen aber Wasserflaschen zu sein. Nicht offen, dass dafür. Und wenn sie offen sind, also ich glaube, die werden dann abgenommen, da muss man neue kaufen. Ich bin mir jetzt da nicht sicher, aber meine Milchflaschen, ich hatte auch Milchkartons dabei, ich wurde rausgewunken und dann wurde kontrolliert, ob da irgendwas, ne, weiß ich nicht, Sprengstoff oder weiß ich nicht, was sie da kontrolliert haben. Aber ist alles gut. Die hatten auch schon mal meinen Teddybär. Ich hatte einen riesengroßen Teddybär aus Deutschland dabei. Und der wurde auch dann so abgetastet und mit so einem Gerät, ob irgendwelche Staubkörnchen da sein. Das könnte ja explodieren. Und ein Kassettenrekorder. Also ich bin ja früher sehr oft geflogen. Jetzt wird es immer weniger, weil ich einfach, ja, gar keine Zeit mehr habe. Ne? Jetzt, vielleicht dieses Jahr, komme ich nochmal nach Deutschland. Geplant ist August, aber die Flüge sind ja Horror. Ich weiß nicht. Wir wollten mit der ganzen Mannschaft kommen, mit meinem Mann, aber ich bin ganz ehrlich, also ich habe da keine Lust. Da 1000 Euro nur der Flug, 1000 Euro zurück. Ich muss mir das nochmal ganz überlegen, wie wir das machen. Definitiv mit Condor fliegen wir immer und Condor hat wirklich super Preise, aber nicht im August. Vielleicht gucke ich mal nach den Fliegenpreisen. Gibt es die noch? Kennt ihr da? Ich habe das schon lange nicht mehr nach Flüge geschaut, aber ich wusste, dass damals die Fliegenpreise waren und ich habe immer so günstige Schnäppchen gebucht. Jalla, wir werden sehen. Inshallah kommen wir dieses Jahr nach Deutschland, die ganze Bande. Inshallah. Jalla. Und wenn nicht, auch kein Ding. Ich wünsche euch was. Schönen, tollen Urlaub mit euren Babys und habt keine Angst. Ägypten tut den Babys gut und die Sonne ist schön, wie ihr wisst. Ja, das war schon wieder von mir. Mein Selema. Bye, bye.